Goethe-Zertifikat B1. Prüfung sprechen. Thema: Ist Lernen mit einem Partner motivierend? In meiner Präsentation möchte ich mich mit dem Thema Ist Lernen mit einem Partner motivierend? Beschäftigen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Als Kind hatte ich oft meine Hausaufgaben zusammen mit Klassenkameraden vorbereitet. Zum Beispiel Mathearbeit macht mehr Spaß mit Freunden als alleine und man kann sich gegenseitig helfen. Gemeinsam Englisch zu lernen macht auch viel mehr Spaß. Man kann zum Beispiel gegenseitig Vokabeln abfragen. Aber da muss ich ehrlich sein. Ich habe meine Freundin auch oft abgelehnt. Also ich habe genug Erfahrung mit Freunden zu lernen. In meinem Heimatland ist das Studium mit Partnern beliebt. Weil Freundschaften zu pflegen, ist eine unserer wichtigen Aufgaben im Leben. Der Austausch mit Freunden entspricht unserem natürlichen Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Die Wertschätzung, die uns von unseren Freunden entgegengebracht wird, tut uns gut. Der Gedankenaustausch ist uns wichtig. Und das gegenseitige wohlwollende Verständnis stärkt uns. Die Teamfähigkeit wird trainiert und verbessert. Teamarbeit bedeutet auch Toleranz üben. Nicht jeder kann oder weiß alles. Jede Münze hat aber zwei Seiten. Also es gibt ein paar Nachteile und auch Vorteile. Als Vorteil höre ich häufig das Argument, dass das Lernen mit einem Partner ist oft anregender und motivierender als das Lernen alleine. Da jede andere Vorkenntnisse, Ideen oder Ansichten hat, das eigene Wissen wird also überprüft, ergänzt oder verändert und dabei stabilisiert. Partnervorteil ist Qualität und Kreativität von Problemlösungen. Man lernt zu erkennen, dass es nicht nur eine richtige, sondern mehrere mögliche Wahrheiten gibt. Aber gemeinsam lernen mit Freunden hat auch einige Nachteile. Wenn Kinder zu Hause gemeinsam mit ihren Freunden und Klassenkameraden lernen möchten, manchmal statt konzentriert zu lernen, lieber sich surfen, hören Musik und anderen Blödsinn machen. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass Kinder wenigstens einen Nachmittag lang gemeinsam mit ihren Freunden lernen müssen. Der Lernstoff wird dann mit positiven Gefühlen assoziiert, was sich grundsätzlich auch positiv auf die Lernmotivation ihres Kindes auswirkt. Das gemeinsame Lernen mit Freunden dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger und auch unkonzentriert. Es kann im Endeffekt aber bessere Früchte tragen als verbissenes Alleinlernen. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.